Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir spielen Dragon's Dogma und wir sind inzwischen als kleine Gruppe unterwegs. Ja, ich habe mir hier ein paar Vasallen besorgt. Der Olaf, den hatten wir in der ersten Folge uns erstellt. Es ist ein Bogenschütze. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Zudem habe ich dann noch die Alice mitgenommen als Magier-Heilerin. Und dann haben wir noch auf dem Weg unterwegs den Emel da getroffen. Er ist wohl so ein kleiner Bastelkönig. Er kann alles bauen, was er in seinem Inventar hat. Da bin ich aber gespannt drauf. Also kostet nichts. Wir haben ihn mitgenommen. Und solange wir sich vernünftig verhält, kann er gerne in der Gruppe bleiben. Wir sind gerade auf dem Weg in die Hauptstadt, sollen hier den Gregor folgen, um dann unsere Identität zu bestätigen. Naja, dann habt viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Vorsicht, Everyone Hirsch. all right? Ja. All marks of the dragon's fury. Its rampage must have weakened the earth here. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. Nee, tut uns leid. Unsere Gemeinschaft ist groß genug. Goblins Master! We have no means of supporting our enemies. Oh ja, ohne mich. Ja, jetzt ist er tot. I shan't let them harm you. Da würde ich sagen, den Kampf habe ich verpasst. Naught compares to the thrill of victory. One can't Jetzt aber, jetzt. Ich sehe immer nicht, dass der schon tot ist. Ich kämpfe da immer noch mit den Leichen herum. Aber besser wie andersherum. Ich muss es so wieder sagen. Warum bin ich nur so klein? I dare say the cart shan't be traversing this. Onward! It might await us on the road ahead. Ah, genau. Mit Wagen meint er ja den Büffelwagen. Der, soweit ich weiß, auch als Schnellreise genutzt werden kann. Yeah. Und ich war wieder nicht dabei. Also das ist wirklich furchtbar hier mit meinen Begleitern. Die rauben einen den ganzen Spaß im Kampf.
Oh, hier vorne gibt's da Action, komm. Aufwecken! You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Guck mal, da haben wir jetzt eine Pflanze. Ich beobachte jetzt, ob das Olaf wieder abpflückt. Olaf, komm her. Yes, Master. I shall hasten to your aid. Nee. Ja, wollte es nicht haben. Aber den Käfer hat er aufgehoben in der letzten Folge. There's ought to be found there. Can you not see it? We ought to take a closer look. Was jetzt? Schon wieder Häppchen. Ja, ja. Garstiger. Garstiger Goblin. So, gucken wir mal. We've not been given leave to rest yet. I'm well aware of that, thank you. Da meckert so rum, weil er sich hergesetzt hat. Come to think of it, some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. Each to their own. Weg mit dem Fass. Ah, ein Sprengfass, verdammt. Als hätte ich es geahnt. Vielleicht finden wir ja noch eins. Er ist sogar schon halb tot. Los, Attacke. Ergreifen von größeren Feinden im Kampf. Was? Den soll ich ergreifen? Oh, wen habe ich denn hier? Olaf, warst du's? Oh.
Los Jungs, immer schön fester drauf stümmern. Guck da hier oben. Die Melder an. Der pickt den am herum. Immer schön fest reinstechen. I misjudged you. I had taken you for another false arisen. Goodness knows we see a lot of them. Yet the valley you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Here, take this as a mark of my trust. Hast du uns da gegeben? Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be granted an audience with Captain Brandt. You're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you under constant watch, and I'm sure, of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome to join us on the oxcart. Tis your decision. Ein Schreiben an den Hauptmann. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. Ist das hier eine Heilblase gewesen? Whatever it is you need, I shall gladly oblige. You have no need of my assistance at present, but I shall be ready to render aid at the moment's notice. Warte mal, der blinkt. Den können wir untersuchen. Unförmiges Auge. Knochen. Moment, da müssen wir mal kurz im Fotomodus. So, alles zurücksetzen. Wie machen wir denn jetzt ein Foto? Fotomodus verlassen. Keine Ahnung. Werde ich mich nochmal mit beschäftigen. So, er hat gesagt, wir können entweder per Fuß zur Hauptstadt gehen oder uns dem Ochsenkarren anschließen. Den würde ich mir dann erstmal näher anschauen, den Karren. Ja. Here's the cart now. Do you intend to join us? Very well. Begin mit. Board the ox cart and we'll be off. An ox cart ought to make our journey easier. I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. Olaf, weg da. Meine Güte. Gucke, jetzt will er an die Kiste. Weg, Bruder. Wir sind fast komplett überladen. Können wir ja mal... Gegenstände. Also wir haben Fleisch. Was haben wir denn so alles? Eine faulige Hartknolle. Lagerausstattung, Lampenöl, eine Laterne, Knochen, Hörner, Rapienfittich,
Bergmannshemd. Das ist das, was wir anhaben. Das Schreiben vom Hauptmann. Und ein Ring, der ist neu. Ring des Hochgefühls. Bringt uns ein klein wenig Gesundheit. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ausrüstung. Also ausgerüstet haben wir ihn. Ja, man muss ja wirklich erstmal so alles in Augenschein nehmen. Ich wäre jetzt fast wieder an diesem Stein vorbeigelaufen. An dem Lager vorbeigelaufen, wären wir jetzt schnurstracks hier zu dem Karren gerannt. Aber erstmal in Ruhe hier alles anschauen. Viel zu entdecken, viel zu sammeln. Der Ochs zieht den Karren, so. Einnicken. Einnicken können wir. Hier bekommen wir nochmal gesagt, dass die Gegenstände, wie hier abgebildet, auch die Äpfel dann einfach mal vergammeln werden. Gewisse Objekte und Strukturen, die durch deine Angriffe zerstört werden können, erneuern sich, nachdem eine bestimmte Zeitspanne verstrichen ist. Gleichermaßen wachsen Früchte, Beeren und andere Flora, die gesammelt werden kann nach einiger Zeit nach. Goblins! What rotten luck! We've need of your aid again, sir. Goblins. One wrong move. We've got goblins. I should have done no better. The enemy yet remains. Seems we drove them off. You've my thanks for aiding us. Vernworth isn't far from here. Will you join us the rest of the way? Hmm. All right. Into the ox cart. Ich werde sie noch mal begleiten. Das macht schon Spaß. Ist schon irgendwie witzig mit dem Ochsenkarren. Oh. Sehr vornehm.
I was informed of your coming would be arisen. Mhm. Was heißt, ihr möchte gern erweckt? Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Ja, schuldig? Ach so, nee, ist ja was Gutes. Though I admit I had my doubts at first, it would seem this is no mere deceiver. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be one arisen. That arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the rightful ruler of Vermont. It follows, therefore, that this ruffian before us is naught but a pretender. You must submit to questioning. If you value your life, you will not attempt to flee. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. I beg your forgiveness for my insolence, Your Majesty. Oh, was denn jetzt? Eure Majestät, meint er? If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Your anger is well justified, and I shan't deny you it. However, I am obliged to make you aware of your situation. Your arrival would have robbed the Queen Regent Deesa of everything. During the time of the previous consul, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the consul's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the arisen had been found. To Deesa, Your Majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Deesa chose to abduct Your Majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead, a mere puppet. Aha, wir kommen jetzt langsam der Sache näher. Es ist schon länger klar, dass wir die, wie sagen sie, Auserwählte sind und die Königin, Regentin uns in so ein Bergwerk gesteckt hat. However, with your Majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Deesa plays her games. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in a tavern, that we might discuss them. Alles klar, nachts in der Taverne. Da ist er dann anzutreffen. This one's cleared of all suspicion and has my permission to remain in the capital. You are to trouble the good sir no further. Are we clear? Wollen wir mal gucken. Haben wir denn jetzt noch eine Mission offen, Aufträge? Genau, besuche nachts das Gasthaus. Sternenfall und besprich dich mit Hauptmann Brandt. Was wir unbedingt machen müssen. Wir müssen mal unser Inventar etwas leer bekommen. Entweder verteilen wir das auf unseren Verbündeten oder es gibt vielleicht so eine Art Lagerkiste. Im Gasthaus war das, meine ich. Hier liegt erstmal noch ein Zettel rum. Gut, das war jetzt nicht weiter wichtig. Das hat irgendwas mit dem Hauptmann zu tun. Über sein Eid etc. Des Nachts. Pray, forgive me, I'm in a bit of a hurry.
Consarn it! Get back here! Kleiner Dieb. You there! Did you see an urchin in a cap run past just now? Can you tell me which way he went? Steht doch da hinten. Wir haben keinen gesehen. Many thanks. I'll catch that wretch yet. You're a kind one, aren't you? 'Twould seem I am in your debt. In fact, there's aught I would ask of you if you've the time to spare. Aha! There you are! Oh, apologies, but our chat will have to wait. Till next... Ja, das war jetzt wieder so eine Aktion. Hätten wir ihn verpfiffen, hätte sich sicherlich das ganze... oder der ganze Dialog geändert. So, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Sind denn eigentlich unsere Begleiter? Ist Alice? Olaf? Hier. Er hat gesagt, er möchte immer gerne das ganze, den ganzen Bastelkram haben. I'll lighten your load by spreading it out among us pawns. Wir haben aber nichts zum Liefern. Silbererz, 0 von 2. Gut, er mag nur Silbererz. Das ist aber schade. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Where ought we to go now? There's no hope left, is there? Gegenstände organisieren. So, wartet mal, Alice. Olaf, der hat schon eine Menge gesammelt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das geht. Wenn wir zum Beispiel sagen, donnernde Harmonie. Keine Ahnung, was das ist. Wir geben das mal den Olaf. Die Laterne wiegt ein Kilo. Ich gucke jetzt einfach mal, was hier viel wiegt. Das verteilen wir mal. Ja, 7 Kilo. Achso, das ist die Lagerausstattung. Ah, weiß ich nicht, ob wir die weggeben sollten. Nicht, dass mal so eine Charaktere plötzlich sich auf und davon macht. Ja, geht eigentlich noch. Mittelbelastet sind wir. You have no right. I'm in no hurry to leave. All's lost. Gut, gucken wir uns hier mal eine Runde um. Ich will noch mal eben auf die Karte schauen. Handelsviertel, bürgerliches Viertel, Armenviertel, Adelsviertel. Gibt es auch verschiedene Häuser mit Namen. Was hier oben hier gibt es. Die Karrenstation. Wie ich vorhin schon sagte, soweit ich jetzt weiß, ist das auch der Schnellreisepunkt. Also mit dem Karren kann man dann wo schnell von einem Ziel zum anderen reisen. Es sei denn, es passiert wohl nichts unterwegs. Im Barbierladen. Nicht Bier, also Barbier. So eine Karrenstation. Hier gibt es Bier. In Walters Taverne. Hier haben wir noch eine Taverne. Hier haben wir ein Gasthaus. Okay, wo sind wir? Eigentlich
Eigentlich richtig. Eigentlich richtig. Irgendwo muss hier auch das Gasthaus sein. I can't even think straight. What's the make of this? I never stood a chance. Whatever am I to do? Well met, sir. Forgive my presumption, but were you the one who gave my granddaughter that medicine in Melth? Ah. Deine Tochter war das? I thought so. Da wollte uns ja noch eine schöne Belohnung geben. She's not stopped talking of her adventure since she arrived home. You have my sincerest thanks for aiding her. That girl's always running off on some fool's errand or other. For all my chiding. Once she gets an idea under her bonnet, there's simply no talking her out of it. Now listen, tisn't much, but I'd fain offer you a discount on my wares. Pray, make good use of it, won't you? Es gibt einen Rabatt bei ihm jetzt. Ja, gucken wir doch gleich mal, was er hat. Welcome and well met. Don't think I've... Eine verzierte Dose. Hier haben wir so eine kleine Kiste, wo wir etwas aufbewahren können. Eigentlich auch interessant für ein bisschen Ordnung. Und das war's wohl. Die verzierte Dose wäre das Einzige, was hier mir wertvoll erscheint. I've gotten your discount now. I'll knock a few gold pieces off what you buy. So spend away, my good sir. Always a pleasure. Not buying? That's just as well. Here you are, sir. From me to you. Grinsebacke. Foliant des Wundarztes. Tötete Gegner. Kobolde 55. Harpchen 12. Zyklop 1. Ja, wir waren jedenfalls beteiligt. Begegneten NPCs 25. Okay, nicht schlecht. Wenn man mal nicht weiterkommt, kann man da nochmal nachlesen. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? This might be worth a read. Let's have a look. I've heard there's a means to tell if someone see. There's an oracle up in the palace, whose powers allow her to divine whether the Arisen yet lives. There's only one Arisen in the world. So no matter how many pretenders come forth, the oracle can see through their lies. Well, though, come to think of it, is that really proof? Does the... Oh, was ist denn hier? Ach, the little tidbit I heard from der Drache wurde enthauptet. Regarding the Vermundian military, yes? Indeed. Tell us there's been a shift in the chain of command. Say, have you been to Harp? Tis a quaint well. If you do visit, you might want to give the old man who lives there a wide berth. I hear he sets out to sea on his boat, day after day, only to be returned to shore by the brine again and again. As if that wasn't queer enough, he's apt to talk your ear off about some world he believes lies beyond the sea. Lass dir mal erzählen.
Ich bin ja eigentlich immer noch auf der Suche nach der Taverne. Warte mal, wir müssen einfach oben nach den Schildern schauen. I've all manner of arms for sale. Come, have yourself a look. Ausrüstung verbessern, kaufen. Wir gucken erstmal bei kaufen. Habe ich jetzt einen Vergleich, was mein Schwert hat? Okay, wir haben ja einen Vergleich. Stärke von 157 auf 177. Wir haben 11.000 Goldmünzen. Da können wir uns ordentlich was leisten. Aber ich bin eigentlich immer so der Typ, der mehr Sachen findet, statt die einfach zu kaufen. Also finden möchte. Waffenverbesserung. Wenn du die erforderlichen Materialien zur Hand hast, kannst du deine Waffe in jedem Laden mit einer Essenz verbessern. Erwäge, deine Waffe entsprechend deiner Stufe und deinem Kampfstil zu verbessern. Wir besitzen die Feenklinge. Feenklinge verbessern? Nein. Nötige Materialien? Sehe ich irgendwie nichts. Kosten für die Verbesserung nur Gold. Nur mal akzeptieren. Ah, jetzt kommt das Koboldhorn zum Einsatz. Gewicht getragen. Also das wird jetzt leichter, das Schwert. So, zweite Verbesserung. Und als nächstes bräuchten wir ein schiefergraues Horn und einen Alteisen. Sitzen wir leider nicht. Das Rundschild. Und wir verbessern das erstmal alles, was wir haben. Kostet bloß ein paar Goldmünzen. Bergmannshemd. Kaninchenfell. Kaninchenfell bräuchten wir auch noch. Hier gibt es so Rüstung. Welcome to Bjorn's Armory. You'll find only pieces of the finest quality line these shelves. And quality is what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember, misers die early deaths. Ja, ist genau dasselbe hier. Hier können wir Ausrüstung verbessern. Was hat er denn zum Kaufen im Angebot? Soldatenhelm. Abwehr von 77,91. Hope to see you again. Nee, wir kaufen erstmal gar nichts. Das ist ein Alchemiezeichen. Da drüben, da ist ein Bierhumpen an der Wand. What are you up to? Welcome to the Star Drop-In. We serve all manner of fine ales here. Wir sind schon mal richtig. Hier sollen wir nach auch den Kommandanten treffen. Wenn das nicht sogar der neben uns stand war. Sah sehr danach aus. Mal eine Runde ausgeben. Nix da. Und reden. Sit back, relax and enjoy the finest brews in all of Vernworth. Ich dachte, wir haben die Möglichkeit, hier zu rasten und aufs Inventar zuzugreifen. Ach komm, wir geben eine Runde aus. Wonderful.
Time to head to market. Politics are no concern of mine. Now, who's welcome. To quit first? So, ich würde aber sagen, bevor wir dann den Kommandanten einsprechen, machen wir erstmal eine Pause. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Würde ich mich sehr freuen, auch über ein Däumchen, ein nettes Kommentar und schaltet gerne wieder ein. Bis dahin, macht's gut.